Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Siberia. Wir sind immer noch im Dorf und haben uns letztes Mal auf dem Friedhof so ein bisschen umgeschaut. Bräuchten aber für manche Dinge noch einen Schlüssel. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir entweder den Schlüssel finden und Dahin muss ich oder. nicht. Okay, dann müssen wir wieder nicht. Und oder das Archiv finden, wo wir ja mehr über Hans rausfinden wollten. Ich glaube, der Bäcker will immer noch nicht mit uns reden, wahrscheinlich. Ich hab zu. Kommen Sie morgen wieder. Gut. Das sind lauter Konstruktionen. Ich überlege die ganze Zeit, ob man irgendwie ihn auch ablenken kann und dann in diesen Laden rein. Aber ich denke nicht, dass das geht. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier. Ich gucke nochmal in diese Tür. Ich denke nicht, dass wir nochmal zum Notar zurückgehen. Dahin muss ich nicht. Da ist ja die Tür sogar noch offen, das heißt, wir kommen ohne Probleme rein. Hier, das könnte doch so eine Archivtür sein, oder nicht? Dahin muss ich nicht. Okay. Ganz ruhig, wir gucken mal. So, jetzt sind wir wieder hier drinne. Aber ich weiß nicht, haben wir irgendwelche neuen Dokumente? Ja, diesen Brief müsste man eigentlich stempeln, denke ich. Aber jetzt müssen wir erstmal Ach, gucken. das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. I need help. Frommste Notar. Wir müssen hier bestimmt irgendwas stempeln. Aber warum geht das nicht? Ach. Hier muss man was reintun. Deshalb wird uns hier angezeigt, dass das nicht geht. So, was können wir denn da reintun? Oder fehlt hier auch nur wieder irgend so ein Schlüssel? Ich gucke mir das gerade mal an. Was könnte das denn sein? Ist es dann auch wieder? Ne, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Okay, rechts geht hier auch nicht. Tja, meine Lieben, ich bin echt überfragt, muss ich sagen. Es ist immer noch 2 Uhr, das ist erstaunlich. Gut, dann schauen wir jetzt nochmal hier hinten, ob wir da noch irgendwas rausfinden. Aber da will sie ja wahrscheinlich wieder nicht hin. Dahin muss ich nicht. Genau. Und ansonsten müssen wir vielleicht nochmal zum Friedhof Dahin zurück. muss ich nicht. Und da, nachdem wir jetzt den Hinweis mit dem Friedhof bekommen haben, vielleicht wird dann auch erst was freigeschaltet, wenn wir dann nochmal dorthin gehen. Hier ist ja wahrscheinlich immer noch zu. Nö, ich bin aus der Karte gelaufen. Okay. Gut. Da scheint es für uns nicht weiterzugehen. Dann eben nochmal Retour. Blöder Notar. Wir bräuchten hier Dr. Schweizers Heilelixier, was wir in der Zeitung gelesen haben. Dann wäre der bestimmt bald wieder auf Achse.
Aber naja. Da wir nicht wissen, wo dieser Dr. Schweizer wohnt, ist das jetzt auch relativ sinnlos. Einmal probiere ich es hier noch. Dahin muss ich nicht. Ja. Das ist bestimmt der Arzt. Ach, Moment. Hier geht's doch rein. Die Fabrik! Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Okay. Hier funktioniert einfach gar nichts. Kann das sein? Irgendein Verbindungsstück hier aus Metall, würde ich mal vermuten. Okay, wir haben es nicht. Ich weiß auch nicht, welche Form es genau haben müsste. Man müsste es wahrscheinlich hier so reinlegen und hier müsste das irgendwie rumgehen. Okay, immerhin wissen wir jetzt, dass es hier noch eine Tür gibt. Also Aquil hat uns das jetzt eigentlich nicht gebracht, denn wir können ja noch nicht hin. So, nochmal eins weiter nach hinten. Zum Hotel. Oder Hotel. So. Wie sieht's hier aus? Dahin muss ich nicht. Okay. Vielen Dank für diese Information. Der Olle sitzt noch auf der Bank, aber mit dem wollten wir letztes Mal schon nicht wirklich lange reden. Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als dann nochmal hochzugehen. Vielleicht ruft uns ja auch nochmal jemand an. Das könnte doch sein. Ich finde, die könnten statt diesem aufleuchtenden Kreis auch lieber so Pfeile machen, wo man noch hingeht, dass man halt weiß, welches die gleichen Richtungen sind und wo man irgendwie vielleicht noch woanders hinkommt. Deswegen habe ich ja vorhin schon das eine übersehen. Na gut. So, jetzt schauen wir hier nochmal hier vorne. Aber hier geht's nirgends sonst rum. Ich frage mich gerade, wo der Bahnhof ist, wo wir angekommen sind. Wir haben wohl keine Wahl, als hier reinzugehen. Das dürfte wohl immer noch zu sein. Ja, ja. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Sieht so aus. Gut, dann. Ja, komm mal runter jetzt von der Treppe. Gehen wir mal nochmal hier zu diesem Grab. Oh. Schneller. Schauen wir uns hier nochmal aufmerksamst um. Tja. Sehe ich jetzt so nichts. So, dann gehen wir hoch. Hier sitzt immer noch dieser Vogel und hier müssen wir eben den Schlüssel reintun, aber wir haben ja keinen. Nee. Okay. Dann gibt es ja noch einen anderen Weg, den wir entlang gehen können. Sie wirbelt immer so mit dem Kopf, wenn sie rennt, so. Am Ende ihrer Kräfte. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf dieses Lied komme. Ja, ich glaube, hier ist nichts, ne? Seht ihr doch genauso, oder? Dann gehen wir mal zurück. Und gehen hier weiter, denn hier war ja auch noch was. Und vielleicht müssen wir nochmal hochfahren zu diesem komischen Lochkartentyp. Vielleicht sind da ja noch Schlüssel.
Immerhin müssen wir nicht jedes Mal von neuem die Zahnräder einsetzen. Das ist schon mal nett. So. Hinauf geht es. Ja, schau, hier ist keine Tür. Und komischerweise ist sie dann im Anschluss hier drin. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, hier ist sonst jetzt auch nicht so viel los. Man könnte auch sagen, tote Hose. Nö. Diese Funktion ist sehr komisch mit diesem roten Licht. Ja, also das ist irgendwie nicht so erfolgreich jetzt. Und dann gehen wir vielleicht doch mal noch hinten nochmal rum. Ich weiß nicht, ob wir da nicht irgendwie was übersehen haben. Eigentlich hat sie gar keine Absatzschuhe an. Ich weiß nicht, warum sich das so anhört. Ach, schöne Kulisse. Kriegt man irgendwie Lust auf Wandern in den Bergen, so ein bisschen. So. Wie sieht's denn hier aus? Hier hinten sieht man die Fabrik, wo ich wirklich gerne reingehen würde. Aber das ist uns wohl nicht vergönnt. Vielleicht bin ich auch einfach nur doof und wir wissen schon, was das Archiv ist oder waren da quasi schon, was weiß ich, irgendwo beim Notar im Büro, aber ich weiß es nicht. Oder wir haben halt ein Mini-Ding, wie es ja so oft ist, ein Mini-Teilchen übersehen und deshalb geht das Ganze nicht weiter. Das ist halt die Krux in solchen Spielen. Aber hier sind wirklich nur Priesterklamotten drin. Die niemanden interessieren. Also wirklich niemanden. Ach, weißt du was? Ich habe wieder eine Idee. Ja! Oh, das war ein bisschen laut. Okay. An meine Nachfolger, den Pfarrer der Gemeinde Valadilene. Das Beichtgeheimnis ist ein Gelübde, das wir niemals brechen dürfen. Sie werden daher verstehen, dass dieses Schreiben die Frucht langer und schwieriger Überlegungen ist. An einem Tag im März 1938 klopfte Rodolphe Vorarlberg an meine Tür. Ich war damals ein noch sehr junger Pfarrer und höchst beeindruckt von der Persönlichkeit des wichtigsten Mannes unserer kleinen Stadt Valadilene. Ein Regentag, ich erinnere mich genau. Er war völlig durchnässt, auf seinem Gesicht ein Ausdruck der Ausdruck unendlichen Leids. Er verkündete mir mit zusammengepressten Zähnen, die Augen voll von Schmerz, dass sein Sohn Hans soeben gestorben sei und bat mich, diesen sofort zu segnen. Als ich das abgedunkelte Wohnzimmer des Vorarlbergschen Hauses betrat, stand dort der Sarg des jungen Hans in der Mitte des Raumes. Er war verschlossen. Herr Vorarlberg erklärte mir, er wünschte nicht, dass man den Leichnam seines Sohnes, der in Stücke zerrissen am Fuße eines Abgrunds gefunden wurde, sähe. Ein Unfall vermutlich darauf zurückzuführen, dass Hans Vorarlberg trotz seiner 18 Jahre nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Momo. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt. Also an den Momo hier aus dem Spiel. Ich habe ihm geglaubt. Ich habe die Messe zelebriert und Hans Vorarlberg mit dem Respekt beigesetzt, der dieser Tragödie angemessen war. Gottes Wege sind unergründlich und ich hätte diesen Vorfall auch sicherlich schon längst vergessen, aber einige Jahre später, lange nach dem Tod ihres Vaters, hatte Anna Vorarlberg einen Unfall in der Manufaktur, der ihr fast das Leben gekostet hätte. Der sie fast das Leben gekostet hätte, müsste das eigentlich heißen, ne? War es die Tatsache, dass sie dem Tod nur knapp entronnen war? Auf jeden Fall hatte Anna das Bedürfnis zu beichten und in dieser Beichte sollte ich erfahren, was mir seitdem keine Ruhe mehr lässt. Der Körper ihres Bruders Hans ruhte nicht im Familiengrab. Hans lebte. Ich hatte einen leeren Sarg gesegnet. Ich selbst war Teil eines finsteren und irrsinnigen Spiels Rodolphe Vorarlbergs, missbraucht von einem Mann, der den Tod seines Sohnes vorspielte, da er dessen Weggehen als Verrat betrachtete. Was war ich für ein Pfarrer? Was konnte ich nach alledem noch für einen Pfarrer sein? Der Herr mag mir vergeben, er ist mein alleiniger Richter. Um ein besserer Pfarrer zu sein, als ich es war, müssen Sie jedoch wissen, dass eine Ihrer Seelen fehlt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich jetzt Sie mit diesem schrecklichen Geheimnis belaste. Sie werden daraus machen, was Sie für richtig halten.
Leon Bonnard, Pfarrer. Okay. Da waren wir vorhin wohl nicht so schlau. Also ich. Gut, jetzt gucke ich mal ganz kurz, was das für ein Schlüssel ist. Ich denke mal, der passt jetzt wahrscheinlich draußen zum zu diesem Hut am Friedhof. Wo der Pfarrer ist, wissen nur die Götter oder der Gott. Je nachdem. So. Interessant. Also eigentlich wussten ja doch mehr Leute darüber Bescheid, als wir am Anfang vermutet haben. Ist vielleicht so ein bisschen sowas wie ein offenes Dorfgeheimnis. Jeder weiß es, aber keiner sagt es irgendwie. Auf jeden Fall hier ein Psychovater, der seinen Sohn beerdigt, obwohl er gar nicht tot ist. So. Ich würde mal sagen, wir verwenden jetzt direkt diesen Schlüssel und werden hoffentlich dann irgendwelche Geheimnisse rausfinden. Eine Sache möchte ich ganz kurz vorher machen. Das habe ich bei Black Mirror gelernt. Ja. Ah, jetzt. Okay. Es wurde gespeichert. Irgendwie gerade ein bisschen komisch. Zurück zum Spiel. Ja, denn bei, Black Mirror habe ich jetzt vorhin Cold Mirror gesagt. Da lernt man, dass man ab und zu mal speichern sollte. Zumindest in Black Mirror kann man nämlich ziemlich leicht sterben. So, wir treten hinab in die Familiengruft und stehen in der Treppe. Interessant. Okay, es gibt nur einen Weg. Der lautet vorwärts und es ist komplett leer. Das ist interessant. Gibt es sonst nichts zu entdecken? Dann gehen wir mal weiter. Aha. Hans Vorarlberg. Ist wie ein Leichenschauhaus, nur aus Stein. Aber wann ist der gestorben? Der ist doch schon 1938 gestorben. Da ist doch nicht mehr wirklich viel von ihm übrig. Also selbst wenn er jetzt wirklich gestorben wäre. Valerie Lennart Hagblad, Dienstag, 17. März 1938. Cool, die hatten damals schon das gleiche Logo. Tödlicher Sturz auf der Alm. Ein schwerer Schicksalsschlag traf gestern die Familie Vorarlberg. Der leblose Körper des 18-jährigen Hans Vorarlberg wurde von seinem Vater am Fuße eines Abgrunds gefunden. Der morgendliche Nebel und die rutschigen Felsen waren zweifelsohne der Grund für den tödlichen Sturz des jungen Mannes. Diese Ansicht ist auch die Familie. Augenzeugen des Unglücks gibt es nicht. Bereits vor etwa 8 Jahren wurde Hans bei einem Sturz im Gebirge schwer verletzt und hat sich nie völlig von seinen Verletzungen erholt. Ah, okay. So war es auch für niemanden ein Geheimnis, dass der seit seinem Unfall verschlossene und in sich gekehrte junge Mann, der später einmal die Manufaktur Vorarlberg übernehmen sollte, nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Im Namen der gesamten Redaktion möchten wir hiermit den Angehörigen Herrn Vorarlberg und seiner Tochter Anna, die heute die alleinige Erbin der Automatenfaktur ist, Manufaktur ist, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Vielleicht hat es mit dem ersten Unfall im Gebirge ja auch was auf sich. Was ist das? Komischer Ring. Okay. Ja, lassen wir das jetzt so. Das finde ich nicht so gut. Ich würde es gerne wieder zumachen. Nachher weiß jeder, dass wir hier rumgeschnüffelt haben. Na gut, wir verpissen uns. Was haben wir jetzt da eingesammelt? Klangwalze. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht bekommen wir ja gleich wieder irgendeinen Anruf, der uns weiterbringt. So. Also wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass es stimmt. Der Hans ist nicht tot. Und weilt wahrscheinlich in Sibirien. Und wie der Name des Spiels schon sagt, werden wir da früher oder später hingelangen. Wo hat denn noch ein Teil gefehlt? Ich überlege gerade. Ich denke mal... Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist die...
Die Tür zur Fabrik. Da sollten wir vielleicht mal gucken. Ansonsten würde ich sagen, haben wir hier eigentlich jetzt alles abgegrast. So. Klangwalze. Mysteriös. Vielleicht können wir den Ollen ja fragen, was das ist. Der ist doch schon alt, der müsste das doch wissen. Hier, Olla. Sag mal. Ach, die Musik. Guten Tag. Hallo. Möchten Sie sich... Leider habe ich wirklich... Auch... Okay. Dann eben nicht. Hätte ja sein können. Vielleicht weiß unser Hotelbesitzer besser Bescheid. Ansonsten... Ja, wir können das natürlich auch jetzt direkt hier am Fabriktor ausprobieren. Aber es sieht auch nicht ganz aus wie das Teil, was da fehlt. Deswegen... Ich bin's noch einmal. Fräulein Walker? Tja, leider sind da jetzt keine neuen Themen dazugekommen, ne? Weil er die Lane umsehen. Ganz wie... Okay. Ja, hinaus mit ihnen. Klangwalze. Tja, da sollte man halt ein bisschen besser über Automaten Bescheid wissen. Dann wäre das jetzt kein Problem. War das hier vorne mit der Fabrik? Ich weiß gerade nicht mehr. Ja. Gucken wir mal. Ja, ne? Offenbar nicht. Ich kann die auch nicht wirklich angucken, ne? Also ich kann nicht irgendwie... Ne. Es geht nur bei den Dokumenten einsehen. Tja, was soll ich jetzt damit anfangen? Ah! Ah, ich habe eine Idee. Eine gute Idee, hoffe ich. So. Komm schon, schneller. Ich muss wissen, ob es stimmt. Das machen wir jetzt noch in dieser Folge. Wir müssen sie bald in den Profisportler-Modus bringen, damit sie schneller rennt. So, ich würde doch sagen, dass das hier der richtige Ort ist für dieses Ding. Echt jetzt? Ja, aber es ist eine Walze, die passt hier rein. Oh Mann. Es ist immer noch 2 Uhr. Ach, das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. Was mache ich denn jetzt? Na gut, das überlege ich mir dann für die nächste Folge. Für heute verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin, hier mit mir rumzucruisen durch die Schweizer Alpen. Wir sehen uns dann morgen wieder um 12 oder 15 Uhr. Wie gesagt, ich weiß gerade noch nicht, auf welchen Slot das Spiel kommt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und sage Tschüss und auf Wiedersehen.